Okay. Tja, Freunde des guten Horrorgeschmacks. Damit herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Wir schauen uns heute eine Demo an von einem Spiel, von dessen Entwicklerteam wir schon unglaublich viele Spiele live auf Twitch gespielt haben. Ich glaube, so gut wie alle, die bisher rauskamen. Dieses Spiel habe ich schon ewig in meiner Wunschliste. Leider immer noch ohne Veröffentlichungsdatum. Aber ich dachte, jetzt schauen wir es uns zusammen an. Wir spielen heute nämlich die Demo von From Day to Day. Da ist gerade eine Tür. Da steht jemand im Fenster und wackelt herum. Egal, wir spielen. Oh mein Gott, war das laut! Warum kommen jetzt auf einmal Fliegen? Egal, wir spielen jetzt auf jeden Fall die Demo von From Day to Day. Ich bin sehr gespannt, ich habe jetzt schon Angst. Ich mag dieses Spiel jetzt schon nicht mehr. Scheiße. Okay. Continues jetzt, Leute. Click tab to view the diary. Okay. I need to find a way to get into the house. Let's get into the house. Was steht hier? Instruction. Left mouse, interact, right mouse, alternative, open the door with a key. Middle mouse, focus. Key. Lighter, flashlight, left shift, run. Oh, wenn ich das schon sehe. Okay. Find a way to get into the house. Locked. Wäre auch zu einfach. Also wir sind auf jeden Fall... to open the window. Okay. Wir sind auf jeden Fall auf einem sehr verlassenen... Geil, die Vögel schimmern. Landstück, würde ich sagen. Also ich glaube, da hinten ist der richtige Weg rein. Wir brauchen nur einen richtigen Weg, um reinzugehen. Was steht hier? Oh, oh mein Gott. Was steht da? Was? Personal history. A doctor of the city's psychiatric hospital was dismissed for illegal actions against his patient. Also ein Doktor von der psychiatrischen Klinik, dismissed. Steht hier irgendwie noch was anderes? Nee, was, wegen, wurde was rausgeschmissen? Ist dismissed? Wegen illegalen Aktionen an Patienten. Super. Wetten wir, dass wenn ich jetzt nach da gehe, er nicht mehr da. Oh, ich kann gar nicht nach da gehen. Nach da gehen? Du bist noch da. Möchte ich da hingehen? Ist das Spiel dann vorbei? Du bist so ein Arschlochspiel, ich wusste es. Was ist hier? Oh, hier blinkt was. Was ist das? Leiter! Ja! Das ist gut. F. B. Nee, funktioniert nicht. Ich kann die Tür hier aufmachen. Previously, such keys are used for jewelry boxes. Für Kunstschmückchen. Mhm. Schmuckkästchen. Aber sagen wir ruhig Kunstschmückchen dazu. War das der Doktor, der eventuell... wie komme ich denn jetzt hier rein? Der eventuell die komischen Patienten hatte? Kann ich hier nicht rein? Hier kann ich nicht rein. Hier kann ich nicht rein. So, Leute, es kann sich wieder nur um Stunden handeln, bis Natalie endlich mal... Was habe ich denn jetzt hier alles drin? Natalie endlich... Ich habe nur das Leiterfluid, fällt mir gerade auf. Ich habe gar keinen Leiter. Also keine... Sag's mir. Oh. Hatte not available in der Demo-Version. Schade. Okay, in der Vollversion darf man ums Haus gehen. Gut zu wissen. Warum sagt mir irgendwas? Da leuchtet was. Aber irgendwas. Da leuchtet was! Ich wollte sagen, irgendwas. Nee, hier geht's nicht hoch. Dass ich, was ich brauche. In diese Maus ist. Vielen Dank. Let's go. So, wir haben doch vorhin das Fenster da. Donnert es oder habe ich irgendwie. Ach so, das war ja gar nicht da. Was höre ich da? Was ist da? Rote Mäuse? Leiter?
bite das empty little fillet. Alles gut. Habe ich auch. Wie mache ich das jetzt? Kann ich das hier irgendwie... Habe ich das jetzt gefillt? Ja. Ich sitze natürlich davor. Egal. Hinter mir war gerade so eine Anzeige mit... Mit Leiter Fluid. Akku. Ja, bitte. Ah, ja, direkt ins Gesicht. Find a room where I can put... Find a room where I can put things. Ah, ja, sieht das toll aus. Someone was trying to open the lock. Kann ich hier raus? Konnte not available. Okay. Wollen wir wirklich der gruseligen Stimme folgen? Oh, 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 oh mein Gott. Does not work. There's no electricity in the house. Electricity. Mach das Leiterding wieder an, bitte, danke. Okay, das machen wir jetzt auf. Ach, und wir gehen wieder. Tschüss. Echt keine No Electricity? Hier liegt was. Das war vorher noch nicht da. Also. Oh, dafür hat sich das Ding echt gelohnt. Garderobe, Eingangsbereich. To open the lock, you need to find the second part of the lockpick. A lockpick? Picklock. Lockpick. Lockpick, picklock. Okay. Right. Das sieht verdammt scheiße. Narnia! Oh, geht nicht nach Narnia. Oh Gott, ich dachte, das geht nicht auf. Ah, da fährt dich ja das. Emily. Hat sie gerade Kaka gesagt? Wo ist Emily? Ich weiß es nicht. Soll ich das mitnehmen? Kann nichts damit tun. Hab mich nicht erschrocken. Nein, nein. Alter, was ist das für ein Haus und warum bin ich hier? Okay, die Schränke kann ich nicht gehen. Was ist... Second Park of... Part. Oh, danke schön. Was ist das? I can't open... Wie kriege ich nochmal? So. Takest du this one jetzt bitte? Why was it hidden? Old key. Da ist noch was. Ah, um das aufzumachen. Geil, Sailor Moon! Dagger for the ritual. Da ist ein, auf jeden Fall ein Toten... Alter, ein Totenkopf drin und, oh, das ist, das ist neu. Hä, wieso geht die... Kannst du bitte die Taschenlampe anlassen? Ich schwöre, ich habe nichts gedrückt. So. Mach auf die Tür. Alles die Tür, wo ich. This room will suit me. Need to move the boxes with things that are on the street in this room. Du möchtest hier ein. Oh, oh mein. Ach so. Alles gut. Alles gut. War nur eine Puppe. Oh, oh Gott. Scheiße. Puste. Warte mal, die war doch. Okay. So. Konnte ich eigentlich auch hier lang? Oh. Nee, das stand drauf, irgendwas mit... Okay, die Kisten hier. Geil, erstmal umziehen in dieses absolut uneinladende Haus. Oh, Entschuldigung, ich muss mal hier ganz, ganz, ganz durch. Ah, okay, das geht einfach.
könnt mir sagen, was ihr wollt. Ich habe jemanden in dem Original, als ich es angehört, wie einen Schaukelstuhl. Wie jetzt? Ich noch mehr Kissen? Ich dachte, die Tütchen hier. Aber passt das jetzt schon oder muss ich es auspacken? Oh, ich kann draufstehen auf jeden Fall. You need to move the boxes with the things that are on the street in this room. Ja, die Boxes hier. Die Boxes hier? Sind noch andere Boxes? Nein, hier sind Betonboxen. Müssen die sein. Oder irgendwas anderes hat es gerade getriggert, was ich nicht gesehen habe. Irgendwas habe ich gehört. Will ich nachgucken? Etwa hier drin? Nein. Ich weiß ja doch ganz woanders. Und da kann ich die auspacken. Nein, den kann... Sagen, warum schleiche ich so? Noch irgendwas? Ich höre alles. Oh, hier sind noch Kisten. Ich kann die aber alle gar nicht anfummeln. Warum nicht? Muss ich dafür vielleicht das ausmachen? Nö. This room will suit me. Need to move the boxes with things that are on the street in this room. Wir sind uns alle eilig, dass die alle gerade was zum Anfummeln hatten. Richtig? Ein Anfummelsymbol. Warum kann ich nichts mehr anfummeln? Kann ich dich irgendwie auspacken? Nein, kann ich nicht. Kann ich hier einfach nochmal zu... War da nicht irgendwie noch was? Ging der Raum irgendwie nicht... Ah, nee, hier war die gruselige Trulla. Was war das? Ah, das bin ich. I see. Oh, da war noch was. The holiday season is coming. Soon there will be a celebration of the day when the residents expelled the last witch of the city. Okay. Hexenverscheuchung wird gefeiert. Super, ich feiere aber auch erst, wenn ich mein Zeug jetzt hier in dieses Haus gebracht habe. Vor allem sagt er die Dinger on the street, gell? Also, das ist ja nicht die Street, aber vielleicht liegt hier ja noch irgendwas von mir. Nein. Ja, okay, hab's verstanden. Habe ich es vielleicht kaputt gemacht? Wäre nicht das erste Mal. Warum? So, wir gehen nicht ohne Licht hier rein. Habe ich denn eigentlich alles? Ich habe hier noch Schlüssel. Jewelry Boxes. Ach so, die habe ich einfach nur behalten. Da liegt hier noch was rum. Puppe? Oh. Kann ich dich irgendwie antatschen? Nein. Was? Schrank? Das war das Diary, das haben wir schon. Hier. Hier ist sonst nichts. Hier drin nicht mehr, oder? Nee, hätte er sonst nicht weitergehen können. Sonst hätten wir ja nicht, Ey, vielleicht muss ich ja die Tür zumachen. Geil. Das habe ich eingesperrt. Okay, bin ich schon wieder von dieser Schatzpuppe erschrocken. Ich kann auf jeden Fall hier zusperren. Excuse me. Oh, wollte schon sagen, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Ich glaube, ich habe es wirklich kaputt gemacht, Leute. Warum kann ich hier nichts mehr anfummeln? Ist die eigentlich noch da? Nö. Also, man kann sagen, was man will. Aber die kann ich nicht mehr nehmen. Wir sind sonst... Kann ich vielleicht hier irgendwas an den Fenstern machen? Bin ich ja da gar nicht mehr hin. Vielleicht muss ich ja... Oh, ich passe nicht mehr durch. Ich bin zu fett geworden. Vielleicht kann ich ja hier... Oh, nee. Oh, ich sehe gerade... Oh! Ah! Ja, schön! Ja, mo- oh, Gottes Willen. Ich sehe gerade, da sind ganz, ganz tolle Sachen, die da drin sind. Ich kann hier echt nicht rein, weil die Tür im Weg ist. Das war... Kann man hier eigentlich durchspickeln? Nein. Also, Freunde, entweder ich habe das Spiel geschrottet
oder ich bin dumm. Beides ist sehr gut möglich. Gehen wir nochmal in den Raum hier. Need to move the boxes of things that are on the street in this room. Ja. Ich will's moven. Dann move mal hier. Kann, aber jetzt hat sie automatisch hingelegt. So, jetzt möchte ich diese. War auch nur das hier, gell? Ah, schön, dass ich es mitnehmen konnte. Danke. Ich wollte es nicht mitnehmen, aber. Vielleicht hätte ich ja irgendwas anderes mitnehmen müssen, dass es irgendwie triggert. Nö. Kann ich auch nicht mitnehmen. Kann ich nämlich nur wieder weglegen. Hier noch. Blendet durchs Fenster. Wer kennt's nicht? Hier war diese Geschichte da. Nein. Wir wissen ja, dass wir dieses komische Symbolchen da haben. Was antatschen können. Hä? Odi! Kann ich hier irgendwas tun? Ich würde gerne diese Boxen hier wegstellen. Kann ich nicht. Hm. Ist da nicht der Typ noch da, wenn wir hier rausgehen? Nein. Das ist gruselig. Alter, wieso schimmert hier alles, was ich anleuchte? Okay, jetzt bin ich überfragt. Hier ist absolut nichts mehr, was ich anklicken kann. Irgendwas hätten wir triggern sollen. Irgendwie. Irgendwas. Irgendwo. War das hier? Stimmt. Ja, ich hab's verstanden. Nur nicht im Demo. Genau dasselbe, ja, wenn man hier hingeht. Hier eigentlich wieder irgendwas komisches. Da oben sind auf jeden Fall Tauben. Und es hier nehmen? Nee, haben wir auch schon probiert. Wo steht hier eigentlich? Hier ist drauf. Also, ihr seid Zeuge, dass ich hier nichts mehr anfummeln kann. Das ist scheiße. Hier gibt es auch nichts mehr. Außer das. Seht ihr? Weil wenn man es anfummeln kann, hätte man das ja so aufstellen können. Ja. Okay. Und jetzt? Gucken wir jetzt jeden Raum nochmal ganz genau. Oh wow, ich dachte, das ist was Wichtiges. Search of the girl who disappeared last summer continues. Super. Her tracks ended in the forest of the suburb. The girl's parents do not lose hope and ask anyone who has the least, at least some information to contact the police. Irgendein Mädchen ist scheinbar letzten Sommer verschwunden und die Suche geht weiter. Super. I've heard that at least one girl goes missing every summer and the trail ends near the city. Some believe that they are just running away from the routine of a new life. Ja, oder du solltest einfach aufhören, deinen Koffer hier auszupacken. Kann ich jetzt die Sachen schleppen? Jetzt habe ich mich schon drauf gefroren. Das war. Ich habe mich gerade kurz erschrocken, aber das war ich selber gerade. Kann die halt auch echt nicht. Ich kann mit der Kiste nichts mehr machen. Hier kann ich hier auch nichts machen. In Schränken kann ich auch nichts machen. Hier liegt auch nichts mehr rum. Ich laufe jetzt mal extra dunkel. Mit dunkel. Mhm. Mit dunkel rum. Damit. Wir uns auch schön erschrecken, wenn was passiert. Nein, eigentlich nur damit ich sehe. Ob hier irgendwas aufleuchtet, wenn wir durchgehen. Aber ihr seid Zeuge. Oh. Hier passiert gar nichts. Das haben wir schon. Das ist der Zeitungsartikel. Hier können wir theoretisch durch, aber auch nicht. Was soll ich, wenn ich da lang gehe? Das habe ich kommen sehen. Hier gibt es sonst auch nichts mehr. Hier waren nur die Schlüssel fürs Haus. Das ist schon alles richtig so. Vielleicht ist das Spiel echt kaputt. Hm. Tja, Freunde der Sonne. Da oben sitzen die Vöglein, haben eine gute Zeit. Vielleicht. Nee. Ah! Ich kann sie. Okay.
Ich möchte gerade jetzt mal ganz kurz eine Sache festhalten, ja? Ich habe die erste Kiste mit links oder rechts angeklickt, hab sie in meiner Hand gehabt und hab sie dann transportiert. Jetzt muss ich meinen rechten meinen rechten Ringfinger auf besagter Kiste halten, damit er überhaupt mitkommt. Wie jetzt? Einmal so? Was ist denn das jetzt hier? Kann ich meine Taschenlampe wenigstens wieder anmachen? Need to close the doors on the bolt, which are located in the hallway and hang the keys here. Was? He'll be here so... Er wird bald da sein. Ah. Finde ich sehr sympathisch. Oh mein Gott, lass die Tür zu. Ah, da. I'm going back to my room and to get ready. About ready for... Oh mein Gott, Brüste. Mach mal die Tür zu, ne? Oh shit, da ist... Mach ich's. Oh. Ich hab nichts gedrückt. A few days later. Super, danke, dass es hinter mir einmal steht und hier oben. Finde ich toll. Damit's auch jeder, auch ich... Oh mein Gott. Bitte was? Verstehen. Kann ich gehen? Nein! Oh! Oh, hi, na? Was hast denn du für... was hast du für Finger? Oh. Ich kann da... Ich will da auch nicht. I like to eat little children. Oh mein Gott. Wenn jetzt irgendwas plötzlich hinter mir steht und mich an... Ich hab so Gänsehaut. Das ist übel ekliger Surround Sound. Was jetzt geklopft? Kann ich einfach gehen. Es wird nicht besser. Der Typ ist weg. Der Typ ist weg. Oh mein Gott. Oh, nicht das schon wieder. Hi. Ja? Leute, da oben. Oh mein Gott. Da draußen geht übrigens Halligalli ab. Guck mal, da ist... Oh! Da werden Leute verbrannt. Wie war das mit... Oh mein Gott. Da, guckt mal an. Da werden... Da ist Hexenverbrennung oder was weiß der Geier. Ah, ich will jetzt doch irgendwie lieber wieder Kisten einsortieren. Okay, mein Room geht nicht auf. Hi, da wählen wir das so. Narnia, bist du's? Okay, hier ist auf jeden Fall nichts. Nur ganz, ganz eklige Geräusche. Ah, die Tür ist zugegangen. Oh, shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hi, na? Hä? Tu mir das jetzt nicht an. Ja, bitteschön. Abgesehen davon, dass ich 10 Minuten lang erstmal ausfinden musste, wie ich diese scheiß Pakete wieder reinkrieg. Erwarten wir jetzt noch irgendwas? Oh. Oh. Ja, hab ich schon. Nur ich ist so unglaublich laut.
Ich wusste es. What the fuck war das gerade für ein Abschluss? Und wo ist die Trulla, die gerade noch im Fenster stand? Und wo sind die Fliegen hin? Und wo sind die... Egal. So, Freunde, das war Demo von From Day to Day. Ich weiß nicht so genau. Also, ich muss eins sagen. Die war jetzt nicht sagen, die Demo, ja, aber diese Geräusche, wenn du das spielst, diese Geräuschkulisse, dieses Surround, und ich habe wirklich auf beiden Armen gerade Gänsehaut gekriegt. Oh nein, die Trulla ist wieder. Jetzt gibt's gleich wieder ohrenbetäubenden Knall in 3, 2, 1. So, das war mein Stichwort, Leute. Bevor diese komischen. Oh nein, sie sind wieder da. Okay, okay, Leute. Ich bin sehr gespannt, ob es davon jemals eine Vollversion geben wird. Wie gesagt, ich habe schon super lange auf meiner Wunschliste. Es gibt immer noch kein Datum. Ich habe mal gehört, dass sie es scheinbar nicht weiter projizieren wollen, aber vielleicht jetzt doch. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn es da ist, dadurch, dass wir die anderen Spiele schon von Twitch kennen und gespielt haben, bin ich eigentlich gar nicht so abgeneigt, es zu spielen. Das war jetzt irgendwie strange. Das mit den Kisten hat mich aufgeregt. Ich euch auch, ich weiß es. Aber wir haben es geschafft. Wir sind da eingezogen. Wir wollen da nie wieder hin. Aber irgendwie ja doch. Deswegen, ja. Also, falls dieses Spiel jemals in der Vollversion erscheinen sollte, werden wir uns auf jeden Fall angucken. Entweder hier oder auf Twitch. Alle Links findet ihr unten. Alles Wichtige, was ihr wissen müsst. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr gespannt, ob es hier weitergeht. Falls ja, Abo da lassen, Twitch folgen, Discord, whatever. Dann erfahrt ihr, ob es jemals zu einem weiteren Video von From Day to Day gehen wird. Und ich schmeiße hier gerade Sachen um. In diesem Sinne, Leute, danke schön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.